So Leute, ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Max Payne. Ich bin Simon Muffix und wir sind hier mit dem Aufzug gerade hochgefahren. Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen weiter nach oben gekommen. Darf ich da rein? Alter, was machst du da drin? Ich muss da rein. Ich muss ganz dringend aufs Klo. Ganz, ganz dringend. Glaub es mir. Es ist ein Notfall. Es geht um Leben und Tod. Alter, nimm die Scheiße irgendwie weg. Alter, was macht der da drin? Was macht der zur Hölle da drin? Ich sehe mal seinen Arm durchklippen. Wenn ich da jetzt weggekommen, oder? Das sieht auch irgendwie merkwürdig aus, wie er da rumschlägt. Aber nun gut. Okay. Alles ist kaputt. Alles ist zerstört. Dann kommen wir weiter. So gut, wir flüchten ja eigentlich gerade vom SWAT-Team. Was hier ebenfalls ein Unwesen treibt, auf der Suche nach uns ist. Und den habe ich irgendwie mal festgepackt dahin. New York City befindet sich heute Abend in einer Krise. Ein Valkyr-Bandenkrieg tobt in den Straßen der Bronx. Anscheinend führt Max Payne, der in Verbindung mit dem Mord an einem DEA Special Agent am frühen Abend als dringend tatverdächtig gilt, einen Einmannkrieg gegen seine früheren Komplizen. Unter den bisherigen Opfern befindet sich neben den berüchtigten Mafiosi Joey und Virgilio Finito unter anderem Rico Muerte, der als Verdächtiger in mehreren Mordfällen im Bereich Chicago ebenfalls auf der Flucht war. Das NYPD wurde in Alarmbereitschaft versetzt. In der Stadt wurde eine Großfahndung nach Max Payne eingeleitet. Deputy Chief Jim Bravura versprach, alles zu tun, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Welche Maßnahmen ergriffen werden, ist noch nicht bekannt. Hier ist Kira Silver für NYCNN TV News. Das war genau das, was ich hören wollte. So, die Welt und alle verfolgen Max Payne. Wir sind im Mittelpunkt. Eigentlich hat sie gerade schön zusammengefasst, was hier eigentlich alles gerade schief läuft. So, komm. Sondern jemand, der genauso aussieht, bis ins kleinste Detail. Nur, dass derjenige böse ist. Ich verstecke mich im Dunkel, beobachte die Entwicklung. Der Flamingo spricht. Hier kann er sprechen. Er sagt, Spiegel sind viel spaßiger als Fernsehen. Das heißt, Spiegel sind viel spaßiger als Fernsehen. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Frage mich nur, woher? Und ich, nicht ich, aber mein Doppelgänger, nicke und grinse dazu, als wäre es die lustigste Sache der Welt. Und dann geht etwas schief und plötzlich wissen sie, dass ich mich hinter ihnen verstecke. Beide drehen sich um und schauen mich mit kalten Augen an. Und der Flamingo spricht erneut. Was für ein gefallenen Engel. Ich habe keine Ahnung, was das... An diesem Punkt wache ich immer von meinem eigenen Schrei auf in diesem hell erleuchteten. Das ist mir zu gruselig, Mann. Das ist USK 18. Obwohl, ich glaube, das Spiel ist auch USK 18. Nun gut. Ja, wieder hier diese schönen TV-Serien, die wir ja schon kennen aus Alan Wake. Zug. Sehr schön. Und dort natürlich vielleicht noch ein Stückchen besser sind, aber nichtsdestotrotz auch hier sehr cool gemacht sind. In Alan Wake war es halt wirklich, weil das richtig professionell gemachte Sachen sind. Und da gibt es ja auch etwas über einen Doppelgänger, so viel Zeit gesagt, wenn wir irgendwo mal American Nightmare spielen. So. Hallo, niemand da, okay. Oh, nächste Explosion. Waren wir nicht vorher schon in dem Gebäude? Ach, jedes Gebäude sieht ja gleich aus, Mann. Es explodiert überall. Blau oder rot? Also grün. Nein, nicht der grüne. Ich glaube, ihr habt den falschen Drag genommen. Habe ich so das ungute Gefühl. Okay. Oh. So geht's natürlich auch voran, Mann. So, fühle mich wie ein Red Faction, Mann. Einfach alles kaputt machen. So kommt man auch mal gut voran. Das war ein sehr schöner Jump. So, beobachten wir nochmal, wie die sind. Dann tupfen wir die. Sieht so lustig aus, Mann. Und das Lustige an der Sache ist ja, alles geht kaputt. Außer die Tür. Die bleibt stehen. Jetzt muss ich mal schauen, wo die. Ach. Ach, von da.
Nein. Ah, oh, das mache ich immer wieder. So. Alter! Ich glaub's nicht, Mann. Er ist tot. Er ist tot und haut mir trotzdem noch einen Schuss rein, Mann, der mir mein ganzes Leben abzieht, Mann. So. Hüpf mal da lang. Wir sind ja so eine sprungliebige Natur. Übrigens, eine Sache, die ich mal hier über unseren guten Max Payne sagen wollte. Ich muss jetzt eine Entschuldigung, aber ich kann mir nicht immer leisten, dass ich so unnötig, so hart viel Leben verliere. So. Wer ja, weiß, wo sie kommen, ist das Spiel easy. Double the gun. Double the fun. Vinnie Cognetti, wie schön, dich zu treffen. Payne, verdammter Schwuchtel! Ich wusste vom ersten Tag an, dass mit dir was nicht stimmt. Was glaubst du, was du da tust? Du bist ein verdammter Cop. Du kannst hier nicht einfach reinkommen und mit der Kanone herumfuchteln wie sonst was. Ja. Ah, oh mein Gott! Oh Gott, du hast mich getroffen! Du bist tot, Payne! Worauf zum Teufel wartet ihr Affen noch? Macht ihn fertig! Macht ihn fertig! Mit Vergnügen, Boss! Cognetti Flow. Sie waren alle tot. Sie waren alle tot. Haben sich nicht mehr bewegt. Und auf ein, und sie haben ihre Waffen fallen lassen. Und auf einmal können sie immer noch weiter schießen. Okay. Geil. Super, macht Spaß. Okay, also Leute, das ist der Mörder. Wenn ich das richtig gesehen habe, von unserem Freund hier, von Alex. Und ich hoffe, wir schaffen diese Situation, weil langsam kotzt mich das hart an. Ja. Es gibt so wenig Cutscenes in diesem Spiel. Und die wenigen langweilen dann umzu mir, besonders wenn ich 10-mal sterbe. So. Jetzt mal ganz ernsthaft, also beim ersten Mal sind doch alle einfach tot umgefallen. Auf Vinnies Schreibtisch lag. Der Brief war an Don Punchinello adressiert, aber Vinnie hatte nicht die Nerven, ihn zu beenden. Jack ist vollkommen durchgedreht. Neulich Nacht hat er Dino erschossen, bloß weil er sehen wollte, wie sein Gehirn auf der Wand aussehen würde. Er ist ein tollwütiger Hund. Und uns gehen die Leute und die Geschäfte aus. Cognetti hatte in Todesangst vor seinem Boss gelebt. Jack Lupino war ein Psychopath. Ein zerknüllter Brief. Ja gut, das ist alles nicht zu interessieren. Also wir haben ihn schwer verwundet, aber er ist natürlich noch am Leben. Das heißt, wir müssen ihn uns noch schnappen. Ach verdammt, ist die Tür zu, da gab es noch einen Weg. Na gut, dann verfolgen wir ihn jetzt hier über die Dächer von New York. Vinnie Cognetti rannte davon, voller Angst. Er konnte rennen, aber mit einer Kugel in seinem Magen lief ihm die Zeit genauso davon wie sein Leben. Er wusste, wo sein Boss war und ich hatte mit Jack Lupino eine kleine Rechnung zu begleichen. Cognetti würde schnell vorankommen. Ich weiß nicht, wie es bei Engeln ist, aber die Menschen verleiht Angst und Flügel. Immer diese schönen poetischen Sprüche. Ich wollte eigentlich was zu Max Payne sagen und zwar, unser guter Herr Payne hat nämlich einen berühmtesten Schauspieler, also berühmt ist natürlich relativ, aber man kennt ihn eben, das ist nämlich Sam Lake. Sam Lake, der eben das Gesicht hier von Max Payne immer zeigt. Und in Max Payne 1, 2 und ich glaube auch noch im dritten Teil, da bin ich mir mal gar nicht mal sicher, das Gesicht zeigt. Aber jetzt erstmal epischer Jumpman. Dann machen wir gleich weiter. Cognetti hatte eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Um ihn zu kriegen, musste ich ihm folgen. Alter, nein! Ich will nicht auf meinen Fahrer in den Zug springen, besonders wenn das Gleis merkwürdig wegploppt. Slow-mo! Komplizieren brutale Polizeimethoden. Das war meine zweite Zugfahrt in dieser Nacht. Es versprach nicht unbedingt besser zu werden als beim ersten Mal. Eiskalter Wind blies mir ins Gesicht wie 1000 Rasierklingen. Eis, hart und glatt unter meinen Händen und Füßen. Und irgendwo in der Ferne das Heulen der Sirenen. Die Stadt schrie nach mir. New York jagte an mir vorüber wie im Flug. Wassertürme mit dunklen Dächern und ein toter Wald von Laternen und Schornsteinen. Alles verschwand. Als der Zug langsamer wurde, machte Cognetti den ersten Schritt.
So, das ist ein klein bisschen madiger Abschnitt, den mag ich ehrlich gesagt nicht so gern. Wir müssen jetzt Koniti hier über die Dächer verfolgen. Und überspawnen da jetzt Gegner. Ich weiß, dass ich wusste, dass sie da kommen und ich schaff's trotzdem, dass sie nicht zu besiegen, Mann. Wo ist denn das? Wo ist die Euphorie aus den ersten paar Parts, Mann, wo wir alle platt gemacht haben? Haltet halt einfach 1 Million Schüsse aus, Mann. Nun gut, dann machen wir das so. Also, ich will jetzt trotzdem meine Sam Lake Geschichte erzählen. Also, Sam Lake, wie gesagt. Alter. Ist eben das Gesicht von Max Payne und man sieht ja, wir haben es ja schon öfters mal gesehen. Ganz nett. Er ist nicht die Synchro. Synchro gibt es jemand anderen. Scheiße. Plopp. Das war nicht so gut. Gut, dann müssen wir mit. Also wir müssen ja nicht mit dem Shootout, wir können ja auch so rüberspringen. Aber das ist immer so madig. Weil da muss. Das fällt einem das Springen immer so schwer. Wartet. So. Entdeckung und dann. Oh. Geht auch so. Okay. Wo sind die? Da oben, ich wusste es doch. Nummer 1. Nummer 2, Bug da. So. Meine gute, der Sardigel ist schon wieder leer und ich habe keine Packs mehr. Naja. Okay, also, und wie gesagt, er hat immer das Gesicht gemacht und das ist dieses lustige, verzerrte Gesicht. Da gibt es ein ganz schön nettes Video auf YouTube, wo er so sagt, mach den, oh, Polizei, das ist sehr gut. Mach den, Die Baby, Mann. Wo er so sagt, mach den Pain. Und das ist eine ganz coole Szene, Mann. Wo er halt eben, wo man... Okay, Boss. Wird erledigt. Kein Problem. Okay. Wo man eben gezeigt bekommt, wie er ihm das Gesicht macht. Das ist so ein bisschen blöd, aber... Aber eigentlich ganz nett. So, kommt her. Hallo. Da sehen wir übrigens das schöne Gesicht. So... Ah, jetzt weiß ich noch, jetzt kommt so ein Abschnitt, der ganz über so eine dumme Baustelle geht, Mann. Wo ich auch mal abgeschossen werde. Pirettendrehung, Mann. Ey, das war doch ein dreifacher Axel, oder? Nein, Ballette, eine prima Ballerine hätte eigentlich aus dir werden sollen. Okay, komm, wir folgen einfach mal der Blutspur. Und diesmal kommt sie nicht von uns. Aber bald kommt sie wieder von uns. Oh, Penkelass. Ah, oh, diese Drogen, die fühlen sich so gut an. Hallo. Okay, 5 Schuss. Ist da noch einer? Jo, freilich. Bam! Immer schön auf den Torso, damit man auch nicht mal annähernd einen Headshot hinbekommen kann, gell? So macht der Max das. Jetzt machen wir Counter-Strike-Technik. In die Knie gehen und schießen. Ja gut, wir müssen jetzt mal echt ein bisschen auf unsere Muni aufwachen, weil die hauen jetzt alle die Ingram-Muni raus. Und die Ingram ist ja geil, weil die halt echt mehr Schaden macht. Mal abgesehen davon, dass sie eh stärker ist. Aber das Problem mit der Waffe ist halt, man verschießt jetzt so schnell die Muni. Kann schon wieder Painkillers einsetzen. Du entkommst es nicht. Übrigens, wir sollten langsam mal ans Ende des ersten Kapitels kommen. Walke übersteht. Ja, wird's angepriesen. Da kommt jetzt ein. Ich wusste es, Mann. So, sehr schön. So, da drin kommt Painkillers, bitte. Ich brauche jetzt ein paar. Ah, Munia, geil, Mann. Munia habe ich mit jeder Waffe voll. So, da. Unten. Das Spiel ist nämlich in 3 Akte auf geteilt. Weil ich noch der 3. Akt, der ist echt hacke schwer. So, und da oben ist doch einer, oder? Ey, Leute, Mann, ich kenne mich halt aus. Es gibt so diese Sachen, an die erinnere ich mich einfach noch so bruchstückhaft. Ich weiß, dass hier auch einer ist, Mann, deswegen hasse ich diesen Abschnitt. Warte, kann ich den, wenn ich den jetzt schaffe, mit der Granate zu eliminieren? Ich bin ja echt stolz auf mich.
Das ist echt dumm, weil da kommt jetzt der Aufzug, klar. Und dann muss ich jetzt da hochgehen und dann werde ich von dem beschossen und das ist echt doof. Jetzt bin ich schon wieder darunter gefallen. So, dann kommen wir da jetzt hoch und in der Hoffnung, dass wir das schaffen, ohne möglichst viel Leben zu verlieren. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal an dieser Stelle einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Max Payne. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.